Moin Leute, Muizi hier und herzlich willkommen zu einem weiteren Apex Legends Video auf meinem Kanal. Nachdem wir uns die Änderungen von Revenant, Octane und Bloodhound angesehen haben, schauen wir uns heute die letzte veränderte Legende an und das ist Lifeline. Erst einmal reden wir heute darüber, wie stark sie der Nerf verändert hat und ob er gerechtfertigt war. Im Anschluss habe ich dann noch zwei Gameplays mit Lifeline. Nun aber erstmal zum Nerf. Ihr einziger Nerf war, dass ihre Hitbox vergrößert wurde, sodass sie jetzt einfach wieder etwas leichter zu treffen ist. Ihre Hitbox ist von der Breite her jetzt ungefähr so wie bei den anderen Legenden mit einer normalen Hitbox, also zum Beispiel Horizon oder Rampart. Jedoch ist sie von der Höhe her natürlich immer noch die kleinste Legende, was auch wichtig sein kann und weswegen sie für mich immer noch eine eher kleine Hitbox hat. Hierzu kann ich direkt sagen, dass der Nerf als Lifeline-Spieler selbst nicht groß spürbar ist. Jemand, der schon sehr, sehr lange Lifeline spielt, sieht das vielleicht etwas anders, da er in manchen Situationen einfach öfters wie früher gelasert wird. Ich persönlich merke, wie gesagt, aber keinen wirklichen Unterschied. Den einzigen Unterschied, den ich merke, ist, wenn ich gegen eine andere Lifeline spiele. Vor dem Nerf war es oftmals so, dass man Lifeline-Spieler schwerer als Spieler mit anderen Legenden getroffen hat. Davon merke ich jetzt jedoch nicht mehr allzu viel, beziehungsweise eigentlich überhaupt fast gar nichts. Insgesamt hat der Nerf, finde ich, jedoch kaum Auswirkungen auf Lifeline und sie bleibt für mich immer noch eine sehr gute durchschnittliche Legende. Zur Frage, ob der Nerf gerechtfertigt war und nötig war, bin ich mir ganz sicher. Ja, sie hatte eben die mit Abstand kleinste Hitbox und das war zuvor, finde ich, in vielen Situationen entscheidend. Ich denke, dass ihre Hitbox nun nahezu perfekt ist und auf jeden Fall erstmal so bleiben kann. Aber gut, das war soweit meine Meinung zum Lifeline-Nerf. Schreibt mir wie gesagt gerne wieder eure Meinung zum Lifeline-Nerf in die Kommentare. Findet ihr, er hat Auswirkungen auf sie und findet ihr, er war notwendig? Es würde mich wirklich wieder sehr interessieren, also schreibt es mir auf jeden Fall gerne in die Kommentare. Außerdem könnt ihr, falls es euch bis hierhin schon mal gefallen hat, gerne eine Bewertung dalassen und falls ihr es noch nicht getan habt, dann gerne auch ein kostenloses Abo. So, und nun habe ich eigentlich auch alles gesagt, was ich sagen wollte und würde sagen, wir beginnen jetzt direkt mit den Lifeline-Gameplays. Also, macht es gut, bis zum nächsten Mal und ciao, ciao. Viel Spaß noch. Ja, na, theoretisch hätten wir auf der anderen Seite bleiben müssen oder so, aber sowas na, machen toll, wir eben. Wir spielen halt nicht Taktik. Ja, eine halbe Stunde später hätten wir dann vielleicht eventuell gewonnen. Wir haben jetzt ganz lange nicht gezockt, davor haben wir ganz lange gezockt. Wann haben wir jemals Taktik gespielt? Wann? Nimm mir einmal. Was? Wo wir Taktik gespielt haben, außer auf den Tarn abspielen. Holy moly. Danke. Kommt noch was? Okay, noch. Was das? Der Octane war ja nur noch. Aha. Crack. Coole Sache. Okay, ich auch. Noch was? Oder war das dein Köder? Ich lass mal den Köder. Willst du mein Master werden irgendwann? Wer? Ja, danke für dein Follow, Lord Cupid. Oh, bei mir! Wir müssen mal unbedingt reden, mit wem du redest. Mit dir. Achso. Klettert hier hoch bei mir. Sind hier auf den Dächern. Der hockt immer noch da oben. Kletter hoch. Ich hab dem Hit gegeben, ich weiß noch nicht wie viel. Oh, ist One-Shot. Och du Hure. Ich meine, schade, dass ich den Kill nicht bekommen habe. Ich wusste nicht, was ich sagen soll vorher. Aber wusste ich bis gerade auch noch nicht. Hier. Pass auf, das ist der Mega-Push von Mirage. Oh, ich wollte. Das gibt's doch nicht.
Hä? Ah! Die haben wir abgebrochen! Ich glaub nicht. Digga! Die haben. Ich denke mir so, ja nice, Digga, die können die Ulti nicht machen, gibt so einen in einem Hit. Auf einmal stehen die ja unten und schießen beide. Ja, das ist normal. Noch was. Von oben, glaube ich. Das ist normal, wenn du die anschießt, dann bricht's ab. Ja, ich weiß. Dann habe ich aber auch erst realisiert, dass die beiden mit einer Waffe vor mir standen. Naja, war nicht so cool. Ja, da oben ist wirklich schwer. War doch kein Fehl. Die Fehlmeldung. Schade. Oh, der Octane, ich wollte. Ist dem noch was gegeben? Ja, noch 22 Geld. Digga, ist der irgendwie Brain-Abfahrer gewesen? Der hat Jump-It. Nice! Anderes Squad! Gartenlos. Nice. Über uns noch. Fuse fast knock. Holy moly. Wenn die Bomben wird sowieso schwierig. Sind noch 4 Squads. Und die sind nicht mal voll. Nee. Das Trio ist halt 10 mal besser für, ne? Nein. Doch. Das Ding ist, du kannst dich halt besser mit deinem Mate absprechen. Wenn du Trio bist, geht das nicht so gut achten, Alter. Ich helf dir. Theoretisch ist du gegen Trio am besten, finde ich. Aber du gegen Trio ist auch schwer dann auch noch. Das zu tun, überhaupt zu gewinnen. Oh mein Gott, das One-Shot schon wieder. Hat nur mal 2 6er Flash jetzt bekommen. Der eine hat nur Blue. Der andere auch. Nee, nee, der eine hat Purple. Ja, er wurde mir geklaut von links. Lass zurück, lass zurück, lass zurück. Bitte nicht. Oh, bitte hitte mich. Oh, wie geil. Hm, vor allem bei so einer Bangalore. Wo ist sie? Da drüben immer noch. Nate. Oh, Nate, perfekt. 46, Bubble. Da wird so weglaufen jetzt, safe. Ja, ist läuft. Ist eine Bangalore. Alter, das ist doch ein Witz. Wenn ich komm her, rest mich oder so. Falls sie wegläuft. Low, die low. No way, bitte nice. Nicht sterben. Ich krieg weg hier. Ja, die seid echt gut, ne? Bangalore. Ne, lieber One. Ja, ja, trotzdem ist sie schlecht. Von rechts auch? Ich weiß. Und das sind die letzten auf jeden Fall. Vor uns eins, rechts eins. Oben drauf, rechts. Ich hab Angst vor Graver. Ich nicht. Chill auf den, Digga, der. Let's go this way. Das ist die Bengel, oder? Der hat rot, ne? Let's explore this way. Recharging my shields. Wo ist er hin? Läuft der weg oder was? Ja. Der ist scheiße. Oh, er ist One-Shot. Irgendwo da ist der, ich weiß es nicht. Die Wesen hier. Lol. Ich gerade gekillt, die Deathbox liegt genau da, der hat direkt wieder Loot. Ich aim aber ab, vielleicht kommt er nicht an den Loot, wenn ich abhänge.
Vielleicht kann ich ihn auch direkt wieder killen. Scheiß auf die Bang, Digga, die läuft nur weg, die kackt absolut ab. Yo, Pro, wie sieht's aus? Das war das, das One Shot. Mit seiner Ecke. Was geht's hier aus? Ja, ich hab World Back auf. Listen up, I'm getting shot at. Contact with our staff. Da bleibt er aber stehen, das ist nicht so. Was cracked nochmal 25? Hä? Hat sich eine Bett gegeben? 34. Fast cracked. Cracked. Oh, die Nate ist es. Nice. Die Köder in mir sind. Oh, GG, ich hatte heute eh Geschichtsausfall. Nice.